Weißt du, wer der halbe Munafiq ist? Ein halber Munafiq, ein halber Heuchler. Der Prophet Muhammad a.s. sagte in authentischen Hadithen, mehreren Hadithen, der Heuchler ist derjenige, wenn er lügt, wenn er spricht, dann lügt er. Wenn er spricht, dann lügt er. Das heißt, er lügt viel, er lügt immer. Ja? Wenn er spricht, so ist er ein Lügner. So lügt er immer. Und wenn man ihm etwas anvertraut, so veruntreut er diese Amana. Und wenn man ihm, wenn er etwas verspricht, dann hält er sein Versprechen nicht. Im anderen Hadith noch die vierte Eigenschaft, wenn er streitet, wenn er sauer ist oder streitet, dann wird er ekelhaft. Ja, dann fängt er an zu beleidigen unterhalb der Gürtellinie. Dann wird er, dann geht er unter, ja, über Leichen sozusagen. Ja, er wird ekelhaft. Und dann gibt es aber noch viele andere Zeichen, liebe Schwester, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Zum Beispiel, dass er geizig ist. Und sie geben nicht aus, außer dass sie es widerwillig machen. Ja, der gibt nicht gerne aus. Der spendet nicht gerne. Er macht das aber mit nicht von Herzen. Aber ein Muslim macht, spendet gerne von Herzen. Wenn er zum Gebet aufsteht, er steht gerne zum Gebet auf. Ein Heuchler, der steht nicht gerne zum Gebet auf. Allah sagt über die Heuchler im Koran, sie stehen nur auf. Kusala, Kislan. Ja, er mag nicht aufstehen zum Gebet. Ja. Eine andere Eigenschaft. Und sie gedenken Allah nicht viel, nicht oft. Derjenige, der Allah wenig gedenkt, ist eine Eigenschaft von Heuchlern. Und so gibt es auch andere. Aber trotzdem sagen die Gelehrten, derjenige, der auch über alle diese Eigenschaften hat, das sind große Sünden und schlimme Sachen, aber trotzdem, er ist trotzdem ein Muslim. Er schmeißt sich nicht raus aus dem Islam. Möge Allah uns bewahren vor all den Eigenschaften der Heuchlern und möge Allah uns in den wahren Gläubigen machen.